10 Sekunden machen. Dann musst du nicht in einem durch. Einfach nur so ein aggressives Fauchen. Du fauchst hintereinander. Das ist okay, oder? Ja, klar. Muss man mehr machen? Ja. Nein. Doch. Ja, mach mal so deine ganze Aggression. So. Mehr kann ich ja, nicht. Ja, das war gut. So, fertig. Dankeschön. Ich sag dir. Ich verstehe zwar die Sprache der Menschen nicht, doch dieser Gesang klingt. Ich verstehe zwar die Sprache der Menschen nicht, doch dieser Gesang klingt scheußlich. Da wäre ich damals auch geflüchtet. Na, dann will ich mal wieder zurück zur Höhle gehen. Ich verstehe zwar die Sprache der Menschen nicht, doch dieser Gesang klingt scheußlich. Da wäre ich damals auch geflüchtet. Na, dann will ich mal wieder zurück zur Höhle gehen. Leider lebt keiner der Drachen mehr. Die Welt, so wie sie jetzt... Leider lebt keiner der Drachen mehr. Die Welt, so wie sie. Jetzt haben wir sie. Jetzt hat sie die Zunge verschluckt. Leider lebt keiner der Drachen mehr. Die Welt, so wie wir sie jetzt kennen. Meine Güte, war alles richtig. Nein! Nein? Nein! Also, ja, du musst nochmal machen. Leider lebt keiner der Drachen mehr. Die Welt, so wie wir sie jetzt kennen, ist kein sicherer Ort mehr für Drachen. Dennoch haben sie ein großes und wertvolles Erbe hinterlassen, ihre Geschichten. Und solange diese weitererzählt werden und nie in Vergessenheit geraten, werden die Drachen in unseren Herzen weiterleben. Vielleicht wird man irgendwann auch noch ihre Knochen finden und merken, was für wundervolle Wesen einst in dieser Welt lebten. Die Knochen müssen schweigen, doch die Geschichten der Drachen könnten unsterblich bleiben. Fertig! Stimmt, genau. Ich möchte endlich erfahren, was jetzt aus Dragonina und Noromi geworden ist. Ich habe gute Menschenkenntnisse und weiß, dass du ein guter, ehrlicher und kluger Junge. Wo ist das Biest? Oh. Sorry, dann nochmal. Ich mich auch. Also, ich meine, ich habe... Ich bin. Ich weiß. Boah, Alter, ich habe gute Menschenkenntnisse. Nochmal. Ist das eine Scheiße hier? Denk dran, 10 Uhr, sei pünktlich. Natürlich werde ich pünktlich sein, Scheiße. Hallo Bogdan, na, was machst du denn heute noch so? Dich bekommt ja das kaum war noch... Scheiße, ein bisschen flüssiger. Leck mich! Nein. Mein Knecht. Hatte unsere Kinder anscheinend alle verführt. Eine Drachenbauhausung. Wir schicken jemanden von uns zu König Gig. Von unten drunter. Von unten. Okay, ab hier nochmal bitte. Wir schicken jemanden von uns zu König Gig von Unterdingen und lassen ausrichten, dass wir seine Hilfe bedürften. Alter, was ist das für ein Scheiß? Jetzt mal ohne Käse, Mann. Doch keine Sorge, wir schicken jemanden von uns zu König Gig von Unterdingen und lassen ausrichten, dass wir seine Hilfe bedürfen im Kampf gegen diesen Drachen. Da hast du die Oma ja jetzt richtig ins Schwitzen gebracht. Das ist für mich gar nicht mehr so einfach, den Hügel hochzuklettern. Voll toll. Klettern? Ja, klar. Ach so. Die ganze Seite. Das kann ich nicht zulassen. Du bist meine beste Freundin. Wenn du mich als Freundin behalten willst, gehst du nicht petzen, sondern mich mir jetzt aus dem Weg. Ich will bei dem Orkan auf den Tuff raufklettern und dem Orkan ins Gesicht lachen. Und dann in den Orkan springen? Genau. Ach, Smiromir, ein machtvolles Königreich bist du jetzt geworden. Die umliegenden Herrschaftshäuser zollen mit Tribut und zahlen Lehnsteuer an mich. Ja.
Reißt euch zusammen. Überall, wo ich hinkomme, scheint es Sonntag zu sein. Das alles hier langweilt mich sehr. Ich bin, wenn man mal vom Regieren absieht, nur Feste am Feiern. Wie? Ach so! Nein, so meinte ich das nicht. Ich finde es nur wunderbar, dass du mir bei so einer gewaltigen Feier hilfst. Ich finde es nur wunderbar, dass du mir bei so einer gewaltigen Gefahr sofort Bescheid gesagt hast. Ich gehe mal davon aus, dass die Existenz des Drachen auf einem ehemaligen Drachenberg bestätigt wurde, oder? So sage allen, dass meine Ritter noch heute in die Schlacht ziehen werden, um diesen Drachen zu töten. Schwerter, Schilde, Lanzen und Äxte werde ich meinen Rittern mit auf den Weg geben lassen. Sie werden in Helme, Kettenhemden und Harnische schlüpfen und ihre Pferde werden feine Schabracken? Ja, das heißt wirklich so. Scheiße. Nee, nicht Scheiße, Schabracke. Sie werden in Helme, Kettenhemden und Harnische schlüpfen und ihre Pferde werden feine Schabracken mit den königlichen Wappen darauf tragen. Von Fanfaren begleitet werden. Was heißt das echt, Fanfaren? Ja. Weiß mir jetzt nicht sicher. Von Fanfaren begleitet werden sie losreiten und die Adelsfräulein. Von Fanfaren begleitet werden sie losreiten und die Adelsfräulein werden meinen Rittern mit ihren Tüchlein hinterherwinken.